Drei Ausrufezeichen. Tag 13. Kim, Franzi und Marie kreisten Lukas von drei Seiten ein, als sie ihn schließlich hinter dem Tischkicker entdeckten. »Wir müssen mit dir reden«, sagte Marie ernst, bevor sie eine Frage stellen konnte. Platzte Lukas heraus. »Ich hab's nicht getan. Ich habe keine Seite aus dem Buch herausgerissen. Das müsst ihr mir glauben.« Kim sah ihn prüfend an. »Aha, und warum?« »Ich hasse Bücher«, gestand Lukas. »Früher hat mich meine Mutter jede Woche in die Bücherei geschleift, damit ich mehr lese. Aber seit einem Jahr weigere ich mich, da hinzugehen.« Die drei Ausrufezeichen wechselten einen kurzen Blick. Lukas schien die Wahrheit zu sagen, aber ganz sicher konnten sie noch nicht sein. Hastig redete Lukas weiter. »Im Hotel war ich noch nie in der Bibliothek. Ich spiele überall Fußball, bloß da nicht. Kann ich jetzt gehen?« Er sprang so schnell auf, dass ihm sein Geldbeutel aus der Hosentasche rutschte und eine Plastikkarte herausfiel. Kim hob sie vom Boden auf und zwinkerte Franzi und Marie verschwörerisch zu. »Jeder von uns hat doch einen Bücherausweis. Ob der richtig ist oder falsch ist, das ist der heutige Rätsel. So, habt ihr es herausgefunden? Ich glaube schon, das richtige Lösung ist 2 und der A1 ist richtig. Und das ist mit der Taschenlampe. Und das ist doch nicht richtig. Nee, A2. Ja. Habe ich doch hier gerade auch schon erwähnt. A2 meinte ich. A2 ist richtig und das ist hier oben. So. Da haben wir heute im Adventkalender. Da sind verschiedene Bilder, Figuren. Ja. Aber so spannend ist das eigentlich auch nicht. Ist auch dann, vielleicht kann man darüber dann auch die Pakete frohe Weihnachten schenken. Und glaub, das wird auch allen was Besonderes sein. Und damit sage ich auch Wiedersehen von Tag Nummer 13. Bis morgen.